Mahlzeit, Leute, willkommen zurück zur nächsten Folge FIFA 19 hier mit Kim Hunter an diesem Tag, an diesem Trainingstag, 5. Juli. Ich mach kurz das Intro fertig und danach sehen wir uns zum Spiel. Bis gleich. So, Freunde, das Training war ja mal gerade wieder richtig witzig. Zweimal A, easy peasy. Das ist genau der Grund, warum ich das Ganze mal rausschneide, weil es einfach nervt, ne? Man hat das Ganze schon tausendmal gesehen. Man hat die Spiele natürlich auch schon öfters gesehen. Was hast du denn gefrühstückt? Das war klasse. Was haben wir denn hier? Na gut. Was haben wir denn da? Wechselspieler? Paris Saint-Germain? Was ist hier los? Ja. Das nicht die Spielerin von Paris? Na, der Vorschiss. Oh, hier wieder die Ausleuchtung und flieg. Ping. Bis bald, Süßer. Trembling. Was hast du für ein Problem mit mir? Ich spiele nur Fußball, Hunter. So läuft's auf diesem Level. So holt man Siege. Und das ist alles? Du kennst mich überhaupt nicht. Ich will gewinnen, Hunter. Wie alle anderen bei dem Turnier auch. Und genau wie alle anderen nutze ich jeden Vorteil. Mein Vorteil ist mental. Verlierst du hier oben, verlierst du auch da. Ich kann spielen. Das weißt du. Vielleicht hast du deshalb Angst vor mir. Bis bald, Süße. Oha. Sie wirkt jetzt nicht irgendwie so selbstbewusst, dass sie... Ach, wir haben das Kapitel abgeschlossen. Och, scheiße hier. Bereite 2 Tore von Alex Morgan vor. Das haben wir nicht geschafft. Schade, aber wir haben irgendwie einen neuen Haarschnitt, glaube ich. Wollen wir mal gucken, wie der aussieht. Also, wenn man nach diesem Symbol geht dort, ist das echt Schisse. So, was haben wir hier? Premier League. Also sie hat das dritte Kapitel jetzt abgeschlossen. Er ist bei der Hälfte, er ist auch bei der Hälfte. Ja gut, Alex Hunter ist auf der Zeitlinie unten gerade ein bisschen hinter Danny Williams gewesen. Also spielen wir mal mit ihm einfach weiter, ne? Bin ich ja echt mal gespannt. Also, wo sind wir mit ihm denn stehen geblieben? Weiß ich gar nicht. Wir waren aber schon wieder im Fest in der Startelf, meine ich. Lassen wir uns mal überraschen. Gucken wir uns das Ganze mal an. Gegen Huesca. Huesca. Egal. Gut. Spielen wir direkt los, oder was? Wir sind in der Startelf natürlich direkt vorne als Stürmer in der Mitte. Alles klar. Gut. Alles wie immer. Ach, ich wollte ja noch diese dösigen... Och, bitte was? Erreiche bei allen 5 Mentoren die maximale Wertung. Jetzt schon? Okay, wie soll ich denn das machen? In Kapitel 3? Heute ich bin noch erst also mit meinem dritten Santiago Mentor beschäftigt. Zu sehen. Herzlich willkommen Egal, dazu. Wir spielen los. Ich bin gespannt. Ich lasse die Typen erstmal wieder ein bisschen labern hier vorne. Die Kommentatoren. Frank Buschmann. Warum labern so sie nicht? Real ah, da geht's los. In diese Partie. Kurzer Blick noch auf die taktische Formation, Buschi. Ja, da sehen wir bei Ihnen heute ein 4-3-3. Drei Stürmer und klar, dass es über die Flügel geht. Was war das denn wieder? So, jetzt wissen wir, mit welchem Personal die Gäste heute in die Partie gehen. Personal. Wir sehen bei Ihnen heute ein klassisches 4-4-2. Klassisch deshalb, weil da tatsächlich 2 Viererketten aufgestellt sind. Häufig wird heute ja eher mit einer Raute gespielt oder in ganz anderen Formationen. Ich gucke mir das jetzt mal an. Ich hasse diese Viererketten. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Isco spielt den Ball. Wenn sie schnell spielen, wird's ein guter Konter. Butz. Hunter. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Ich würde sagen, das war irgendwie easy. Muss ich tatsächlich hochstellen auf, was war das denn? Ich spiele auf Profi, ein oder nicht? Tor, wie man's auch nur sehr selten sieht. Alles frei, alles offen. Da hat er keine große Mühe. Damit war zu rechnen, Real liegt hier vorne. Gegen wen spielen wir den? Gegen Huesca oder so? Ist das denn wieder so ein übelst leichtes Team? Ich meine, ich bin tatsächlich Real Madrid, ne? Meine Spieler sind hier wirklich... Sind hier im What's Baby. Sind echte Spieler in der Gegend. Toni Groß jetzt. Oh, abgeblockt. Da hält er ihn vom Ball. Aber so auch ich.
Blicken wir auf die Tabelle. Real liegt vorne, hat beste Karten in diesem Titelrennen. Vier Spiele sind es noch. Es wird nicht leicht. Aber und da ist er wieder vorne. Na, schauen wir mal. Entscheidend könnte wirklich der Klassiker am nächsten Spieltag werden. Da ich hab schon wieder überall Haare im Gesicht von diesem Tier, ey. Aber wenn du Meister werden willst, dann musst du so eine Aufgabe. Nee, das war. Packen. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Das war der schlechteste Pass. Oh. Geh doch mal nach vorne. Zu Hunter. Guter Steilpass. Oh, ich hatte schon gedrückt, ohne Scheiß. Was wird denn das jetzt hier für ein Torfest? Ohne Scheiß. 19. Minute. Ahnt hier diesen Die Mannschaft Pass, ist bad as fuck. Luka Modric. Okay, vielleicht können wir da ein bisschen mit unserem Kollegen zusammen spielen, ja? Gareth Bale. Jetzt vielleicht. Oh. War das eng. Ball geklärt. Ohne Scheiß, ich spiele gerade echt übelst locker. Und die Teile landen einfach nur drin fast, ey. Einfach nicht genau das genug gezielt. Naja, warum da nicht? Einfach die Konzentration. Irgendwie mal eine nette Abwechslung zu einem entspannten, zu einem anstrengenden Spiel hier. Ist das hier mein richtig entspanntes Spiel? So wollte ich sagen. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Bis ich dann gleich ein Tor reinkriege, weißt du? Kann mal hier bitte einer den... Das wird jetzt Abstoß geben. Ja. Abstoß. Richtig abstoßend. Isco am Ball. So, wir machen hier easy. Modric. Wie soll ich mit ihm denn bitte Hunter anspielen? Und jetzt Isco. Dass die durch Pässe... Wird's jetzt gefährlich. Groß. Oh. Gutes Tackling. Naja, ich glaube, ich sollte mich eher weniger darauf konzentrieren. Vielleicht eher auf das Tore schießen. Zack. Ah, da hat er mich aber gut abgedrängt, ey, die alte... Entschlossen geklärt. Falte. Spalte. Paff. 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 Das wäre es gewesen, ey. Ja, klar. Alex Hunter. Der Ball prallt von der Latte ins Feld zurück. Und jetzt haben sie diese Szene ohne Gegentor überstanden. Was geht hier denn ab? Bei diesem Alu-Treffer, da haben Zentimeter. Zweites Mal schon. So, und das nächste Mal kommt sofort, warte. Nee. Oh doch, warte. Nee. Ja, das macht es dann für jede Abwehr schwer, Scheiße. Über 90 Minuten auszuschalten. Ist irgendwie witzig. Kommt da einmal ins Laufduell. Oh. Alter! Real Madrid. Schuss von Bale! Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig. Paff! Oh, hey, please! Und jetzt die Chance. Alter, was geht denn hier? Modric! Ey! Gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Was? Seriously? Zwei Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Lol, wie witzig. Echt? Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht 1 zu... Lattentreffer, Pfostentreffer, Pfostentreffer, Latte, Pfosten, Pfosten, Latte. Kein echt. Ja, Schiedsrichter, ich bin echt sprachlos, ohne Scheiß. Ich habe ja schon oft von diesen komischen FIFA-Videos gesehen, wo die Leute wirklich tausendmal auf den da passt er auf. Aufs Tor schießen und wirklich nicht treffen. Immer wieder Latte treffen, immer wieder Pfosten treffen. Und so war es ja fast gerade hier auch schon. Korrekte Entscheidung, da war er, wenn auch knapp. Nein. Penis. So. Groß dazwischen. Klasse Aktion. Jetzt ist aber nicht im Abseits. Schöne Aktion. Da schickt er den Mitspieler. Nee, warte mal. Wieder zurück. Toni wieder Groß. Auf ihn und dann. Jetzt Hunter. Pam, Alter. Für nettes Ding. Guck mal, er nimmt den Ball auf. Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Er macht sein zweites Tor heute. Ganz starke Leistung. Krass. Also langsam rasten wir auch richtig aus. Er hat ja ohne große Probleme. Eine 85er Bewertung. Also ne, attributstechnisch. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Das sollte man nicht unterschätzen. Da kommt die Hereingabe. Was für ein... Da sieht er schlecht aus. Er tritt ins eigene Tor. Was ist das hier? Oh nein. Sieht natürlich unglücklich aus. Guck mal. Immer. So ein Eigentor. Pam. Pum. Und zack. Aber wenn der nicht getroffen hätte, das hätte ich safe. Unglücklich, dass der Ball da ins eigene Tor gegangen ist.
Hätte ich safe reingeballert, Alter. Melero. Und Hunter. Guck mal, was ist das denn? Ist doch nicht möglich, dass ich hier so stark spiele gegen die, ey. Das ist ja richtiges. Oh. Juan Camilo Hernandez. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut. Da kommt der Schuss. Ja, der war nicht schlecht jetzt. Der war nicht schlecht jetzt. Schwache Aktion, Ballverlust. Ja, das auch. Halbe Stunde noch, dann ist so. Das Spiel vorbei. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Alex Hunter. Hoch. Ja. Und jetzt gibt es den Strafstoß für Real Madrid. Er lässt die Karte nochmal stecken, gibt okay. ihm ein paar Worte mit auf den Weg. Wo denn? Jetzt muss er im Strafraum oder nicht? Beim nächsten Mal dürfte der Schiedsrichter anders entscheiden. Hunter kriegt Instruktionen. Jetzt erleben wir den Wechsel. Beeindrucke den Boss. Safe. Hol dir eine Vorlage. Bricht den Ball. Eine Vorlage soll ich ihm holen, okay? Es ist tatsächlich ein Elfer. Ja, wir schießen natürlich mit Ander. Verwandelt von Hunter. Dreierpack hält. Bumm. So wollen wir das haben, Alter. So, jetzt muss ich mir nur noch eine Vorlage holen. Eine Vorlage für ein Tor, selbstverständlich. Ne? Am besten von ihm hier oben. Macht er gut. Owen Wilson. Das ist eine beruhigende Führung für sie. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Hol dir eine Vorlage. Das ist der Ballverlust. Also, oder muss ich die Vorlage geben? Wäre auch was. Kann ich gerade machen. Hihi. Und da ist der Ball wieder weg. Nee. Den Ball hat er. Ganz nee. Souverän. Schade. Schade. Hol dir eine und Vorlage. Jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Naja, also denke ich mal doch. Jetzt ich müsste eine Vorlage verloren. Geben, ne? Ja, dann schieß mal hier auf den Kollegen unten. Und jetzt Hunter mit dem Ball. Isco, was macht er draus? Bam! Phänomenal! Tolle Vorlage. Das sollte es gewesen sein. Richtiger. Also, perfekt freigespielt. Fünf Tore, Alter. Tor für Real Madrid dürfte die Partie hier gelaufen sein. Ja, denke ich auch, Real ja, gezielter Schuss aus dem Strafraum. Bei dem Team, das sollte. Das sieht man auch nicht alle Tage. So ein ja, eindeutiges. Aber fünf Tore, Alter. Ohne Scheiß. Guck mal hier. Ball ist schon wieder auf fast meiner. Heute wirklich. Sie lassen hier überhaupt nichts anbrennen. Dafür braucht es eben eine konzentrierte Leistung von Anfang bis Ende und genau die zeigen sie hier. Bei denen kommt aber auch kein Pass an und gar nichts. Abseits von Hunter. Abseits. Als ob. Pässe 7, Torvorlagen eine. Das ist schön. Fängt diesen Ball ab. Wir wollen aber auch zu 0 gewinnen hier, ne? Zack. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Einwurf. Sastre. Kommt jetzt die Flanke? Nee. Schön abgewehrt. Einfach geklärt. Dankeschön. Oh. Und wieder verloren. Juan Camilo Hernandez. Juan Camilo Hernandez. Gut verteidigt. Sich das anhört, dieser Name. Und Marcelo. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es ja. gibt super Pass. Der Ball geht Richtung Hunter. Oh. Der tut dazwischen. Weg ist der Ball. Gut geklärt. Das war wichtig. Hat er mich geschubbt, sag mal? Da hat mich doch geschubbt. Longo. Longo, Alter. Echt? Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Nee. Gutes Deckling auf außen. Da müssen wir mal gerade klären hier. Wir spielen den Ball wieder zurück. Das war mega knapp. Ey, scheiße. Ja, komm. Ohne Scheiß. Da kommt die kommen hier übelst nicht weiter, die Boys, ey. Ja, jetzt doch ein bisschen. Sastre. Zack, und da. Da trennt er ihn fair vom Ball. Haben wir ihn wieder. Andere Seite und... Nee, so dachte ich mir das eigentlich nicht. Zack, da war's. Und das ist fünf der nächste Dreier für Real Madrid. Der nächste Dreier und vielleicht auch der nächste Schritt in Richtung Titel. Alter Schwede. Wobei jetzt das natürlich die war Aufgabe heftig. Überhaupt wartet. Barcelona, El Clasico. Da wird oh, gegen Barcelona. Heute. Ja, ich denke mal, das wird ein bisschen schwerer als das Spiel hier. Ey, ohne Scheiß, fünf Tore. Kacke, Alter. Du hast in dieser Saison zu viele schwache Pässe gespielt. Erhöhe deine Prämien. Zehner Wertung, Alter. Walla. Sheesh.
Heftiges Game. Alex Hunter, grandios. Erster Dreierpack im Real Madrid-Trikot. Wie fühlt sich das an? Ich würde sagen, das Trainerteam hier bei Real Madrid ist absolut überragend. Egal ob Spielvorbereitung, Taktik oder auch die ganze Organisation, die Vorbereitung ist vom Feinsten. Wenn man die Strategie befolgt und den Job macht, kann sowas wie heute dabei rauskommen. Ich glaube, die Fans verstehen jetzt, warum sie der Club geholt hat. Hört man gern. Das war die ausgeglichene Antwort. So, eine Wertung von 9,8. Aha. Startelf-Bonus, Transferwert fast 40 Millionen, alter Schwede. Gut, aber unser Mentor Owen Wilson ist quasi fast schon, naja, wir sind fast am Ziel, am 1. oder am 2. war das schon, glaube ich. Es gibt das da immer so um 11, gestrichelte der Dreh um 14:30 Unterteilungen. Und dann das Gala-Dinner heute Abend. Ja, ja. Und meine Freizeit? Superstars haben keine Freizeit. Das macht sie ja zu Superstars. Heute ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg, unser Ziel zu erreichen. Deine Marke zu promoten. Ich warte draußen im Auto. Und beeil dich, du bist spät dran. Langsam hat sie aber auch die Schnauze voll. Wie dick diese Tür ist. Du hast da was. Was? Wo? Zu einfach. Wirklich schade, dass du schon gehst. Die WM-Vorbereitung ruft nach mir. Komm doch mit zum Flughafen, Alex. Dann kannst du deiner Schwester Tschüss sagen. Wir können was unternehmen. Was zum Mittagessen. Sightseeing. Wollte immer mal ins Prado. Was man halt so macht. Wir gehen mal auf die Familie. Ja, ich bin's. Ja? Ich muss dir heute absagen. Was soll das heißen, absagen? Was sagst du ab? Alles. Ich kann nicht alles einfach absagen. Was glaubst du eigentlich, was wir hier tun? Es gibt da was Wichtigeres. Was ist wichtiger als das, Alex? Die ganze harte... Na also. Das Prado, ja? Ich bin echt müde. Am besten fahre ich zum Flughafen und ruhe mich etwas aus. Hey, das gibt's doch nicht. Okay. Mich hat's ja auch dran gekriegt. Okay, wir haben uns also für die Familie entschieden, was letzten Endes mit Sicherheit dazu führt, dass wir, ja, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, wir werden nicht mehr lange bei Real spielen. Trotzdem haben wir immer noch nicht diesen Punkt erreicht, wo wir diese Mentor-Challenge freischalten können. Das heißt, wir müssen im nächsten Spiel, in der nächsten Folge gegen Manchester City richtig ein bisschen durchpassen. Wir haben hier schon das Sturmduo am Start, also viel fehlt da nicht mehr bei den Mentoren. Ich gucke mir das Ganze nochmal auf die Schnelle an. Ja, den dritten Kollegen hätten wir dann und dann brauchen wir nur noch ihn hier und ihn hier. Das ist einmal Varane und Marcelo, einmal die Ballkontrolle und einmal die Deckung. Gut, dann würde ich sagen, war es erstmal hier von dieser Folge, meine Damen, meine Herren. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns dann morgen wieder oder irgendwann, wenn das nächste Video kommt. Bis dann, Tschüssikowski.